Francis Fulton Smith offenbart, warum seine Ehe zerbrach und wie sein Verhältnis zur Mutter seiner Kinder heute ist. In diesem Video sprechen wir mit dem sympathischen TV-Star, der zum ersten Mal über seine gescheiterte Ehe mit Kollegin Verena Klein spricht, der Mutter seiner zwei Töchter. Als Dr. Kleist hatte er immer eine Lösung für auftauchende Probleme. Doch als sein eigenes Glück Ende 2017 zerbrach, gab es keine Rettung mehr. Die Serie Dr. Kleist, die in Thüringen gedreht wurde, war nicht ganz unschuldig. Ich war 5 Tage in der Woche von zu Hause weg. Und irgendwann wurde ich fremd in der eigenen Familie, sagt Francis. Verzweifelt kämpfte er um seine Ehe. Vergebens. Der Schmerz war kaum auszuhalten. Ich war ja selbst ein Scheidungskind, und das Schicksal wollte ich meinen Kindern unter allen Umständen ersparen, erzählt er. Doch trotz der gescheiterten Ehe gibt es zwischen Francis und Verena keinen Rosenkrieg. Wir ziehen nach wie vor an einem Strang, auch wenn wir getrennt leben. Wir sind erwachsen und verhalten uns zum Glück auch so, erklärt Francis souverän. Sogar zum neuen Freund seiner Verflossenen hat er einen guten Draht. Eine neue Frau in seinem Leben gibt es nicht. Ich bin glücklich und zufrieden. Und ich bin mir sicher, das Universum hält noch die ein oder andere Überraschung bereit, sagt er lachend. Im Moment sei eine Partnerin nicht sein primäres Ziel. Dann rudert er ein wenig zurück. Na ja, schön sei es ja doch, wenn ein Mann eine Frau an seiner Seite hat. Das Universum muss es also möglichst bald richten. Seht euch das komplette Interview mit Francis Fulton Smith an und erfahrt mehr über sein Leben nach der gescheiterten Ehe.